Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Liberty 2. Dieses Mal habe ich mit dem It's Dany gebaut. Der It's Dany hat eine Mimik erschaffen. Das ist eine Truhe, die angreift, sobald die geöffnet wird. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Also, ich habe mir das so vorgestellt, oder kannst du auch ein Video sagen, aber damit du ungefähr weißt, wo wir das hinmachen könnten, dass es so ein Raum wird, wo halt eine Chest drin ist, diese Mimik halt. Genau. Und wenn, dann denkt man halt erstmal, dass es irgendwie eine Waffe oder so wäre, bestimmt. Genau. Aber wenn man die dann öffnet, schließt sich der Raum. Aha. Und die Chest verwandelt sich in eine Mimik und greift dich an. Ah, perfekt. Wie viel Platz brauchst du ungefähr dazu? Es ist eigentlich egal. Es sollte genug Platz, also es sollte nicht ein ganz kleiner Raum sein, aber auch nicht zu groß. Muss halt aufpassen, dass, wenn man die Map schon kennt, dass wenn man die Truhe öffnet, direkt die Türe zugeht. Machen wir hier so eine Art Eingang. Ja. Ich mache die Eingänge mal so 3 breit. Und die Kiste, die Mimik ist dann, glaube ich, könnte hier so sein. Ja. Aber ich muss kurz. Ist hinter der Wand was? Ja. Oder? Ja, ist was. Das ist nicht so. Weil das ist ja eine Trap Chest. Und darunter muss halt Redstone. Und also unter der. Also unter der ist nichts, da kannst du ruhig bauen. Okay. Ich sage, du kümmerst dich um die Kiste und ich mach den Raumdesign. Die wird halt hier sein. Hier. Vielleicht wird sie auch so sein. Also, ist egal, ob es eine 2 breit groß oder 1 breit große. Ich glaube, lieber 1 breit, das sieht dann besser aus. Ja, Problem ist halt, dass der Raum eng ist. Könnte man dann ist hier ein Bereich zum Kämpfen. Machst du die eigentlich stark oder wird er so schwach sein? Das wollte ich dich eigentlich fragen. So Herzen, Attack Damage und. Achso. Dass du sie vielleicht ein bisschen stärker als ein Zombie machst. Sie ja, okay. Ein bisschen mehr Leben als ein Zombie hat und auch ein bisschen mehr Schaden macht. Und soll ich sie schnell machen? Oder eher? Also es wird ein Baby-Zombie sein mit einer Truhe auf dem Kopf. So kann ich sagen. Nicht wirklich das Beste, aber in der Version ist es halt schwerer. Klar.
aber ich kann es auch so machen, mit einem Scoreboard. Das zählt, also es wird erstmal angeschaltet und es zählt dann, wie viele Villager du tötest. Und dann kann ich machen, das testet dann und sobald du einen Villager getötet, also ein Villager, ein Zombie getötet hat, ein Baby-Zombie, betätigt das ein Signal. Dann wird dieses Scoreboard gelöscht, also so, dass man das nochmal später benutzen kann von anderen Boss. Nicht, dass das dann kannst du auch alles kaputt geht und dann öffnet sich die Tür hier nochmal. Alles klar, ja, geht aber mir auch ganz einfach mit dem Schalter. Wenn man den Schalter umlegt, öffnet sich die Tür. Ja, aber da muss man den gar nicht töten, die Mimik. Also entweder auf die komplizierte Weise oder auf die einfache. Vielleicht sieht man den Schalter auch nicht. Ja, ich glaube, den sieht man gut. Ja. Oder ich mach's einfach so, nachdem der Boss besiegt wurde, wird der Schalter gesetzt oder wir lassen ihn einfach dort. Wir lassen ihn. Wir ist... dann lassen wir ihn. Genau. Okay. Ja. Und wie läuft's? Gut. Also bis jetzt... Ich bin schon fast fertig mit dem Tor schließen. Ansonsten mit der Truhe? Wie weit bist du da? Die Truhe weg. Jetzt muss nur noch der Summon kommen. Vielleicht noch ein bisschen. Also, dass man so ein Geräusch hört und dann kommt der nächste Gegner. Ja, okay. Wenn ich hier jetzt die Tür öffne, schließt sich das Tor und nach einer Zeit verschwindet sie. Türe schließt sich und hört so ein Geräusch. Truhe verschwindet und jetzt muss halt nur noch der Zombie spawnen. Das geht recht schnell. Perfekt. Und Schaden? Vielleicht auch 2 Herzen. Wie viel machen Zombies Schaden? Es kommt immer auf die Ding drauf an. Bei Hard machen die mehr Schaden, aber ich weiß nicht auswendig wie viel. Ich kann mal gucken. Ja, dass du halt einfach auch die Truhe dann so stark machst den Zombie. Also das ist von der Stärke her 1-2 Herzen abzieht. 1-2 Herzen, okay. Ich mach mal 2 Herzen. Oder 1,5. Ja, so ungefähr. Und er soll ja was droppen, hast du gesagt. Ja. Soll er das Item in der Hand halten? Nein. Okay, er soll es nur im Inventar haben. Ja, genau. Ja, sie ist gespawnt. Aber sie hat die Items in der Hand. Ach, komisch. Wie das danach aussehen. Ja. Oder möchtest du es lieber nicht so machen? Ja, ich dachte, du würdest es so machen, dass die Truhe immer noch oben ist und der Baby-Zombie unter der Truhe ist, also unter dem Boden. Das habe ich mir auch oben drauf gesteckt ist. Da gab es nur so eine Methode. Ja. Mit der wollte ich das auch eigentlich machen. Irgendwie Slime Stacking oder so hieß es und dann war unter der unterm Boden waren dann so ein Slime und der hatte ein Armor-Stand irgendwie, der so einen Kopf hatte. Achso. Ja, ich kann es auch so versuchen. Ja. Ich kann es auch versuchen, dass der Zombie unter der Map ist. Genau, und die Truhe halt oben drauf. Das ist halt nur eine Truhe ist ohne Zombie. Oder ich kann. Ich wollte es eigentlich anders machen. Ich wollte doch den Ding unsichtbar. Ich hatte eine ganz andere Idee. Ich wollte eigentlich den Baby-Zombie unsichtbar machen, dass man sozusagen nur die Truhe sieht und die schwebt dann halt. Achso, okay. Falls es besser aussieht. Ja, versuch mal. Oh, weil wenn ich ihn töte, sollte er jetzt eigentlich Schwerter droppen. Ja, okay. Was? 2 Schwerter, 2 Lapis Lazuli. Ja, genau. Und 3 Brote. Genau. Okay, jetzt ist alles wieder resettet. Und man sieht nur den Zombie. Man sieht nur die Truhe. Aha. Ja, kann es öffnen. Okay. Funktioniert. Oh, jetzt. Greift mich nicht an. Ja, so, ich guck mal. Ich muss es jetzt richtig professionell machen. Mit Farbe. Darfst du machen. Tada! Ja, perfekt. Genau. Okay. Dankeschön. Dann, ciao. Hat Spaß gemacht. Sehr gut. Okay. So, das war's mit dem Video. Vielen Dank an It's Dani. Wie immer könnt ihr Ideen in die Kommentare schreiben. Die Ideen, die ich gut finde und zur Map passen, kommen in der nächsten Folge dran. Also schreibt ganz, ganz viele Vorschläge in die Kommentare. Sonst danke ich euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.